Wir sind Emmy und Chris und bauen gerade unseren VW T3 Bulli um, damit wir sehr bald auf Reisen gehen können. Wo uns die Reise hinführt, werden wir sehen. In diesem Video müssten wir weiter unsere Wohnung aus, haben leider viele Misserfolge in der Halle, dafür aber auch zwei Erfolge am Bulli und einen tollen Livestream mit Zuschauern. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist der 7. Januar, es ist 16.30 Uhr. Christian ist drüben im Arbeitszimmer und arbeitet und ich bin eigentlich ja im Urlaub, wenn ich es mal so betiteln möchte. Also ich habe mir die erste Januarwoche von meinem Hauptauftraggeber freigenommen und habe gesagt, ich werde die Aufträge erst ab 10. Januar wieder bearbeiten. Deswegen, ja, benenne ich es jetzt mal als Urlaub. Frei habe ich nicht wirklich, denn ich wollte die erste Januarwoche eben dafür nutzen, um das ganze Organisatorische zu planen für dieses Jahr und die ganzen Ziele nochmal irgendwie genau aufzuschreiben und zu strukturieren und vor allem ja mich um die Finanzen zu kümmern, Steuerkram und so. Deswegen habe ich nicht wirklich Urlaub und auch nicht wirklich frei, aber ich komme dann mal so zu Sachen, zu denen ich sonst nicht komme, wenn ich eben für meinen Hauptauftraggeber die Webseiten bearbeite. Genau, das habe ich nämlich auch jetzt den Vormittag über gemacht und jetzt widme ich mich aber unserem Flurschrank. Da ist nämlich der Werkzeugschrank und eigentlich alles, was so sonst keinen Platz findet zu Hause. Sowas wie Putzmittel und ja, Kram halt einfach. Und darüber ist auch nochmal ein Fach, da sind meine ganzen Schulsachen drin. Das hatte ich ja auch erklärt. Als wir unten den Keller ausgemistet haben, da habe ich noch mehrere Kartons, dann haben wir noch Spiele, die jetzt hier in dem Wohnzimmerschrank nicht reinpassen und auch Bücher. Und da werde ich jetzt auch alles nochmal durchgehen und ausmisten und aufräumen. Ich glaube, dieser Schrank hat es bitter nötig. Ja, so viel dazu. Ich nehme euch dabei mit. Und nachher, wenn Christian dann Feierabend hat und ich mit dem Schrank durch bin, fahren wir zum Wertstoffhof und bringen dann schon mal die ausgemisteten Sachen da weg. Da sind nämlich auch, glaube ich, noch so Kabel und Elektrokram vielleicht. Mal gucken. Aber im Keller haben wir ja auf jeden Fall noch einen großen Haufen, der zum Wertstoffhof muss. Und das haben wir uns heute vorgenommen. Ja, dann nehme ich euch mal mit in den Flur. Wundert euch nicht, falls ihr es murmeln hört im Hintergrund. Das ist dann Christian, der beruflich telefoniert, weil das Arbeitszimmer ist gleich hier neben dem Flurschrank. Deswegen rede ich jetzt auch ein bisschen leiser, dass er ja, nicht gestört wird. Das ist der Flurschrank. Hier oben ist das besagte Fach, wo eben noch Bücher drin sind und Unterlagen. Da sind meine ganzen Schulsachen drin. Ach, ich sehe gerade, hier sind ja auch noch Spiele, Xbox-Spiele, alte von Christian dabei. Die muss er dann aussortieren. Genau. Und hier unten ist der Schrank des Grauens. Ich weiß gar nicht, ob ich den wirklich aufmachen will. Das ist mir vielleicht unangenehm. Aber ja, so sieht das aus. Das ist irgendwie alles Hausapotheke. Unsere Werkzeugkiste und all das, was irgendwie nicht so wirklich Platz hat, oben reingestopft. Die ganzen Putzmittel, Putzeimer, Schrubbe, naja, Staubsauger. Ja, da mache ich mich jetzt ran. Ich weiß auch gar nicht, wo ich anfange. Lieber oben oder lieber unten? Christian würde sich freuen, wenn ich hier unten anfange, denke ich mal. Aber ich glaube, mehr Spaß hätte ich da, durch meine alten Sachen zu gehen. Naja, ich leg mal los. Apotheke habe ich auch mal ausgemistet. Da waren ziemlich viele Medikamente bei, die schon ein paar Jahre abgelaufen sind. Aber jetzt ist die auf jeden Fall auf dem aktuellen Stand. Und unsere Werkzeugkiste hat jetzt auch wieder ein paar Teile mehr. Nämlich die Teile, die so einfach in der Kammer rumlagen. Es geht leider nicht, so einzuräumen, obwohl ich viel ausgemistet habe, weil? Dass man jedes Mal noch was anderes rausholen so. Muss, um ja, weil, irgendwo ranzukommen. Ja. Das ist unmöglich bei den Kapazitäten.
Wir haben eigentlich gar nicht mehr so viel. Aber ist doch schon mal gut, dass da mehr Platz ist. Ja. Naja. Ich gucke gleich erst rein, okay? So ein Überraschungseffekt ist es nicht. Ich glaube, zu vorher definitiv, es kann nur besser sein. Naja. Es ist halt voll einfach. Ja. Und mehr noch irgendwas wegschmeißen oder aus verschenken. Es ist alles zu, das brauchen wir vielleicht noch. Ja, sollten wir auch mit in die Halle dann einfach nehmen. Achso, obwohl, ist ja nur eine Verlagerung des Problems. Ja. Aber gut, ich meine, da bräuchten wir sie wahrscheinlich eher als hier. Dafür, wir haben sie ja dafür gekauft, ne? Ja, ja. Naja. Aber, das war ja fürs Armaturenbrett, was wir dann doch nicht mehr gestrichen haben. Sondern mit lackieren lassen haben. Oh, ich bin so müde. Das Gönnfuhren des Lied. Mo war heute Nacht auch wieder ganz lieb eigentlich. Bis auf heute Morgen, hast du das mitgekriegt? Ja. Dann ist er einfach reinspaziert. Ey, stimmt, der hat die Tür aufgemacht. Ja. Jetzt, wo du es sagst. Ich habe Medikamente aussortiert, die jahrelang abgelaufen sind. Die nehmen wir auch mit zum Wertstoffhof. Die können wir ja nicht im Haushaltsmüll. Ja, nee, die kann, ich glaube, Medikamente nehmen die, glaube ich, nicht an. Die musst du, glaube ich, in der Apotheke abgeben. Ah, okay. Ja. Dann mache ich eine Tüte fertig. Ja, dann müssen wir die mal in die Apotheke bringen. Ja, ich weiß nicht, ob. Ich kann mal gerade googeln, ob man am Wertstoffhof auch Medikamente abgeben darf. Aber ja, das wäre gut. Es ist kein riesiger Unterschied, aber es ist auf jeden Fall ausgemistet und so ordentlich wie möglich wieder reingestellt. Ja, das ist jetzt der Ist-Stand. Hier oben Werkzeug, hier ist noch meine Schleifmaschine, die ich mir zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Unsere Hausapotheke, Farben und Glühbirnen, Putzzeug, Putzeimer und so weiter, Staubsauger, Waschmittel. Ja, so sieht das aus. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich wirklich noch mir dieses Fach hier oben vornehme, weil Christian nämlich jetzt Feierabend hat und ich weiß ganz genau, ich kenne mich, wenn ich erst diese Unterlagen aus der Schule durchgehe, dann verliere ich mich und lese mir das alles durch und es dauert ewig, deswegen verschiebe ich das, weil wir dann zum Wertstoffhof fahren wollen. Stattdessen werde ich unsere Techniktour kurz durchgehen. Falls da noch irgendwie Kabel sind, die wir nicht mehr gebrauchen können, können wir die auch zum Wertstoffhof mitnehmen und dann ist auf jeden Fall auch die schon mal ausgemistet. Christian, kommt gerade aus dem Arbeitszimmer? Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Blog. Willst du mal gucken? Ich will mal gucken. Das ist, wie gesagt, kein großer Unterschied. Naja, aber es ist zumindest deutlich ordentlicher. Ja. Ja gut, ich meine, das Ding ist groß, das Ding ist groß, das Ding ist groß und der Kasten ist klein. Gefällt mir, freut mich. Ja, danke. Dann eine Frage. Ja, ich habe es Ihnen schon gerade gesehen. Das ist eigentlich. Den hat Christian mal aus Ghana mitgebracht. So ein schöner Korb, aber der hat ausgedient. Kann man den nicht noch irgendwie als Korb, also ohne Henkel benutzen, für irgendwas, um was reinzutun? Wäschekorb? Ja, ich meine, er ist halt. Da passt doch keine Wäsche rein. Ja, aber können wir ihn nicht vielleicht irgendwie für unterwegs benutzen? Als Mülleimer oder. Weil so ist der ja noch vollkommen. Das ist eine gute Idee. Dann machen wir hier die Henkel ab. Die Henkel kann man abmachen und dann. Aber ich glaube, für einen Bulli ist er auch zu groß als Mülleimer. Ja, oder als da irgendwas anderes. Da hast du eine Tüte hängen oder so. Ich finde es halt schade, weil. Vor allem wirft der auch alles durch, wenn ja. Wir da muss ja kein Mülleimer sein. Das war ja nur eine Idee. Aber so ist der halt, der ist halt echt noch top in Ordnung und ist halt. Gut, dann machen wir den Henkel ab. Hier ist was sperrig ist und zum Sperrmüll kann, dachte ich. Auch unser altes Festnetz, was nicht mehr funktioniert. Hier sind die Medikamente drin. Und das ist unser Hausmüll. Ja. Der war sowieso schon halb voll und da habe ich jetzt so alte Tütenbeutel und so reingemacht, die nicht mehr verwendbar sind. Achso, und hier habe ich noch ganz viele alte Vasen und so. Oder Teelichterhalter, wo Wachs drin ist. Kann man das auch zum Wertstoffhof mitnehmen? Weil das kannst du ja nicht in Glascontainer machen, wenn da Wachs drin ist, ach, oder? Klar, natürlich. Echt? Ja, das ist scheißegal. Na gut. Emil macht dann noch die Kiste fertig und ich gehe jetzt mal in den Keller und hole schon mal die Sachen raus, die wir jetzt zum Wertstoffhof bringen. Wir haben gerade beschlossen, den Schrank oben über der Kammer, den skippen wir für heute erstmal. Ja, weil da eh keine Sachen drin werden für den richtig. Wertstoffhof. Und wir haben nicht so viel Zeit, es ist schon 18 Uhr, der Wertstoffhof macht um 20 Uhr zu, bis wir alles ins Auto haben und da sind, das wird sonst nur Stress, das machen wir dann irgendwie in den nächsten Tagen mal.
Die Techniktruhe ist jetzt auch ausgemistet. Das ist überhaupt nicht optimal, weil das ist natürlich nur einfach und über kurz oder lang entsteht da sehr, sehr schnell Chaos. Aber ich habe das Ganze jetzt ungefähr um 50% reduziert, weil da waren auch viele Kartons bei von Techniksachen, die wir jetzt mal ja aussortieren mussten, weil das ist auch Quatsch, die so lange aufzuheben. Die Garantie ist schon vorbei, deswegen habe ich die ausgemistet und Kabel, die ich nicht zuordnen konnte, also jetzt nichts Gängiges, nichts Klassisches, was man immer mal gebrauchen kann, wie Klinke und Cinch oder so. Dann habe ich noch eine Powerbank aussortiert, die nehmen wir mit zum Wertstoffhof, die war irgendwie ja aufgeplatzt an der Seite, das war mir auch neu, das wusste ich nicht. Naja, jedenfalls sind jetzt hier die ganzen Techniksachen drin, die wir noch behalten. Das hier ist Licht, da sind professionelle Lichter drin, hier ist ein professionelles Stativ drin, das habe ich immer dabei, wenn ich als Videografin beruflich Aufträge angenommen habe. Und ich bin echt ganz froh, dass ich diese Techniktruhe jetzt auch noch ausgemistet habe, weil wenn wir schon zum Wertstoffhof fahren, dann soll sich das ja auch lohnen. Christian ist jetzt, glaube ich, auch eh fertig im Keller. Deswegen ziehe ich mich jetzt um und dann können wir zum Wertstoffhof fahren. Aber wir haben uns auch überlegt, dass wir nochmal an der Halle vorbeifahren, weil wir nämlich ganz viele Sachen bestellt haben. Und das sind sehr, sehr viele Kartons, die können wir alle nicht mit dem Fahrrad transportieren. Deswegen ist das ganz gut, dass wir nämlich jetzt gleich ein Auto leihen. Und dann können wir die Chance nutzen und gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil wir nämlich auch die Altkleider mitnehmen, die wir letztens aussortiert haben. Ich wollte die gerne in der Stadtmission abgeben, weil die Altkleidercontainer sind ja, sollen ja nicht so gut sein, weil die werden dann irgendwo in anderen Ländern einfach verbrannt und das ist, glaube ich, nicht so gut. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir finden das ganz sinnvoll, wenn wir jetzt die Kartons heute schon mitnehmen, weil ja, sonst müssten wir morgen mit dem Fahrrad zweimal fahren oder einen Teil hier lassen und das ist doof. Kleiner Szenenwechsel, wir waren schon beim Sperrmüll, haben die Kartons jetzt hier in die Halle gebracht und das war gerade total süß. Wir haben das Tor aufgemacht und haben, boah, erstmal ein frohes neues gewünscht. Wir waren jetzt 2 Wochen nicht da. Ja, dieses Jahr waren wir noch gar nicht hier, also frohes neues Jahr. Ja, umso mehr freuen wir uns, dass wir morgen endlich wieder weitermachen und wenn ich so die ganzen Kartons hier vor mir sehe, dann haben wir einiges zu tun. Auf jeden Fall, das freut mich sehr, dass wir einiges zu tun haben. Und wir fahren jetzt aber erstmal nach Hause und ihr dürft raten, was wir machen. Wir essen erstmal was. Naja, wir fahren jetzt nach Hause und morgen sehen wir uns wieder genau hier. Ja. So, gleicher Ort, anderer Tag. Wir sind jetzt in der Halle. Das Einzige, was sich geändert hat, wir sind nah bis zum Montag. Richtig. Und wir haben auch ganz viel zu tun. Wir haben ganz viel auf dem Plan. Wir wollen heute was am Tank machen. Wir wollen was am Wasserkreislauf machen. Wir wollen den Kühler aus- und einbauen. Und wo wir uns ganz doll drauf freuen, das haben wir uns noch gar nicht erzählt. Ja. Wir haben eine Halterung bekommen für unsere Benzinpumpe von einem Zuschauer von uns, von einem Lieben. Und die hat er selber angefertigt. Ja, extra zweimal. Für uns. Ja, das ist leider eine andere Geschichte. Der erste ist leider nicht angekommen. Aber der wurde wieder zurückgeschickt zu ihm und er hat ihn bei sich eingebaut. Also Ja. Nicht verloren gegangen. Genau. Und darauf freuen wir uns am meisten. Ja, und jetzt müssen wir erstmal die ganzen Sachen auspacken. Und dann legen wir los. Uiuiuiui. Oh, der sieht aber schön aus. Ich lege ihn mal hier drauf. So, das ist unser neuer Kühler. Oh, hallo. Geil. Richtig schön. Fühlt sich richtig gut an. Ich freue mich. Sehr schön. So, nächstes Paket. Roland hat gefragt, ob er uns den Halter für die Benzinpumpe anfertigen darf. Und cool. Und ich habe, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ich habe mich vorhin noch gefragt, ob auch Schrauben dabei sind oder ob wir hier gleich Struggle haben, weil wir keine Schrauben haben. Und er hat tatsächlich passende Schrauben dran reingepackt. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, wir haben uns natürlich schon persönlich bedankt. Oh, wow. Richtig toll. Sogar schon hier, ne, was ist das, rostigal? Also auf jeden Fall lackiert, oder? Mhm. Toll. Wow, richtig, sieht richtig profi-like aus. Ich glaube, du bist auch einfach ein Profi. Vielen Dank dafür. Das kriegt einen Ehrenplatz, auf jeden Fall. Ja, aber sowas von. Wir werden auch immer daran denken, ja, dass wir auf jeden Fall einen Teil so an unserem cool Bulli von einem Zuschauer haben. Es ist wirklich ein schönes, wie soll ich sagen, Erlebnis, Gefühl. Also ich finde es wirklich herzerwärmend. Es ist ein Metallteil, aber es ist wirklich, Dankeschön. Echt cool. Wir haben aber noch ein paar mehr Sachen, die wir hier bestellt haben. Das machen wir jetzt aber mal im Schnelldurchlauf. Was haben wir hier? Yes. Ach, das ist das Schlauchstück, genau, was porös war, ne, bei uns. Der eine Schlauch vom Ausgleichsbehälter war das, glaube ich.
ist was. Das ist ein Riesenkarton. Dann haben wir hier, der Karton ist schon auf. Eine Handpumpe, um das Öl in unseren Getriebe einzufüllen. Und hier nochmal eine sehr gute Zange für die Ohrenschellen, richtig? Ja, genau. So macht man den nicht kaputt. Genau. So, und dann haben wir hier noch einen Umschlag. Guck mal rein. Unser Unterdruckschlauch, ne? Genau, ein Unterdruckschlauch. Genau, wir haben nämlich ja sehr viele Kommentare erhalten, dass, so wie wir es uns gedacht haben, den Benzinschlauch zu nehmen, den ummantelten für diesen, ne, da... Am Druckregler. Also, am Druckregler als Unterdruckschlauch zu nehmen, wäre nicht so gut. Und da haben wir natürlich drauf gehört und finde das auch total einleuchtend nach den ganzen Erklärungen. Und das hier ist für den Tank, richtig? Genau, das ist für vom Ausgleichsbehälter zum... Tank, genau. Schön. Ich glaube, das Teil kostet 11 Euro, ne? Ich glaube ja, irgendwie so. So läppert sich das. Dann nehmen wir mal los. Hier ist auch noch was. Kleiner Umschlag. Der wäre fast untergegangen. Oh, ganz so. Wichtige Schrauben. Ach so, genau. Linsen. So die 16x... Nee, 6x12 Linsenkopfschrauben. Für den Einfüllbehälter vom Wassertank. Christian versucht gerade einen von den beiden Ausgleichsbehältern des Benzinkreislaufs einzubauen, also vorne an der Fahrerseite. Und das funktioniert nicht so gut. Ich zeige euch das mal. Ja, wie ja jeder von euch weiß, muss das Teil in die Aussparung und hier oben ist eine Schraube. So, das Problem ist nur, wenn ich es in die Aussparung oder... Wenn ich es auf die Schraube packe, ja, dann kriege ich es in die Aussparung hinten nicht rein, richtig. Ja, das kann man jetzt nicht sehen, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ich jetzt das Plastikteil hinten in die Aussparung reinpacke, dann kann man hier vielleicht sehen, die Schraube geht nicht, also wir kriegen die Schraube nicht durch das Loch durch. Hier ist die Schraube und das Loch fängt erst hier an. Ich vermute, weil ja unsere Heckklappe ist ja auch verzogen und wir wissen ja, dass der Bus offenbar einen Schlag abgekriegt hat von rechts, dass einfach die ganze Karosserie verzogen ist. Christian sagte ja auch, dass er sich erinnern kann, als er den Ausgleichsbehälter ausgebaut hat, dass das auch ziemlich schwer ging. Es war sehr schwer auf der Fahrerseite, ich erinnere mich noch. Und dadurch, dass, was Emmy sagte, dass vermutlich die Karosserie irgendwie ein bisschen verzogen ist und jetzt noch der neue Unterbodenschutz drauf ist, also ne, kommt noch hinzu, genau. Da fehlen dann irgendwie ein paar Millimeter und wir kriegen das Teil jetzt einfach nicht rein. Also ne, hier soll ja die Schraube reinkommen und die Schraube geht nur bis hier. So. Und Christian hatte schon versucht, erst die Schraube da in das Loch reinzumachen und dann irgendwie mit einem Hammer von unten gegenzuhauen, damit halt das hier in die Aussparung rutscht. Aber das hat nicht funktioniert, weil der ist nicht flexibel. Und ich hatte jetzt einmal die Idee, man könnte ja vielleicht das Loch erweitern mit einer Rundfeile oder so. Wir haben halt beide nur ein bisschen Sorge, dass, also ne, wenn die Schraube bis hierhin ungefähr, und wir das irgendwie erweitern, das Loch, dann ist es nicht mehr viel bis zu dieser Grenze. Und wenn dann dadurch der Behälter kaputt geht, ist auch nicht so gut. Meine andere Idee wäre, irgendwie ja wie so eine Metallbrücke zu bauen, dass man dann halt so ein Stück, wie soll ich das beschreiben? Ein Stück Metall mit zwei Löchern irgendwie an der Schraube in der Karosserie befestigt und dann das andere Stück dann mit einer Schraube hieran befestigt. Aber da wäre das Problem, dass der Behälter dann nicht mehr gerade ist, sondern dass es dann irgendwie schräg ist. Wenn jemand von euch eine Idee hat, wie wir das am besten machen, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Wir lassen den jetzt erstmal draußen und widmen uns anderen Sachen. Wo wir uns am meisten drauf gefreut haben, nämlich den Halter anbringen für die Kraftstoffpumpe. Wie süß auch, er hat uns extra noch jeweils Ersatzschrauben dazu getan. Ach echt? Ich glaube es. Also so viele brauchen wir nämlich gar nicht dafür. Oh, passt perfekt. Und da könnt ihr den neuen Halter sehen. Was machen wir eigentlich danach? Die Ohrenschellen verteilen. Ja, Ohrenschellen verteilen, das macht Spaß. Wer kriegt die erste? Der Ausgleichsbehälter?
Übrigens, der Bulli ist hinten jetzt richtig tief, ne? Das wird spaßig, da drin rumzuschrauben. Und danach holen wir den Kühler aus. Ja, aber ich freue mich. Ey, das ist toll. Was jetzt, den Kühler ausbauen? Oder das auch, aber dass die Kraftstoffpumpe jetzt wieder ein Zuhause hat. Ich habe gleich mal irgendwas im Mund gekriegt und gegessen. Das sieht ja toll aus. Ne? Auch mit dem Schriftzug, ne? Genau. Ja, richtig gut. Oh, sieht das schön aus. Sieht sehr schön aus. Ne? Das ist doch kacke. Warum rutscht der denn da raus? Weil als ich sie gerade angezogen habe, die Schraube, sprang es dann bei größerer Spannung raus. Also eigentlich sollte das hier hinten drin mit der Schraube halten. Warum rutscht das denn raus? Können wir jetzt nur so halb anziehen. Weil wenn man es zu fest anzieht, dann rutscht es raus. Ja. Anders als so kann es gar nicht reingehen. Wenn man es plan in die Aussparung reinpackt, passt es nicht mehr zur Schraube. Passt es vorne nicht. Ja, also genau das gleiche Problem wie drüben. Dann ist nichts verzogen, sondern dann sind wir einfach nur ein bisschen zu unwissend, / dumm. Wieso? Aber, na wieso nicht? Naja, also der ist ja schon richtig angelegt, der Ausgleichsbehälter. Genau, richtig. Ja. Also es gibt ja auch nur zwei Wege, wie man diesen Ausgleichsbehälter anbringt. Einmal entweder man macht es über die Einsparung zuerst oder umgekehrt. Wir lassen dann das jetzt. Sind wir wirklich zu doof. Wir lassen es jetzt, wir müssen es uns nochmal angucken oder irgendjemand muss uns einen Tipp geben. Keine Ahnung. Es hält einfach nur viel zu sehr auf. Dann widmen wir uns einfach der anderen Baustelle. Es gibt ja genug zu tun. Jetzt. Ich wollte doch das Teil haben. Mann. Wieso habe ich das denn bestellt? Das ist halt das Teil und das. Das gibt's nicht. Ich weiß auch nicht. Wo kommt denn das jetzt eigentlich her? Also wo kommt das ran? Hier. Ach so. Ja, dann kann es ja gut möglich sein, dass ich wechselt habe, oder? Auf der Zeichnung. Dass wir es verwechselt haben. Ja. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass, weiß ich nicht, wo wir es bestellt haben, die den Fehler gemacht haben. Dann verteilen wir jetzt trotzdem ein paar Ohrenschellen. Ich würde sagen, als erstes sollten wir die Ringleitung festmachen, oder? Ja. Die Halter sind zu klein. Das ist echt unglaublich. Wie kann das denn sein? Ich weiß nicht. Ach, das ist jetzt ein Alter. Das ist ein Alter, ja. Ja, aber es gab doch nur diese eine Halterung im Internet, oder nicht? Ja, wir wollten nämlich eigentlich die Halterung hier anbringen, bevor wir die Ohrenschellen festmachen. Aber ja, das können wir jetzt auch nicht machen. Hier passt hier auch nicht drauf. Na doch. Oder? Also auf den Schlauch passt, aber nicht über die Tür. Nur den Schlauch mit der Tülle. Ach, dafür gab es doch keine Federohrenschellen, oder? Sonst hätten wir es ja gemacht. Deswegen haben wir ja die Ohrenschellen bestellt. Frag mich nicht. Ja, gut. Dann bauen wir jetzt den Kühler aus. Und hier passt es auch nicht? Ach doch, da. Doch, da sind ja zwei. Ja, die ist runtergerutscht. Das ist die einzige Befestigung der Reserveradwanne an dieser Traverse hier.
Muss ich die gesamte Nein. Ich muss ja nicht die ganze. Nee. Ich habe keine Ahnung. Da sind zwei Teile an den Scharnieren getrennt. Zwei Teile? Ich hab's. Da ist eine Spange. Alles klar. Cool. Hä? Die habe ich ja hier gar nicht gesehen. Aber hier ist eine Spange. Ich mach mal anderes Licht, da könnt ihr sehen. Okay. Dann muss ich das Handy mit. Oh, sieht aus wie in einem Horrorfilm. Da muss ich das Handy jetzt mal wieder Emmy geben. Und ich mache mal die Klammern ab. Dann geht das natürlich. Super. Vielen Dank. Ihr habt schon sehr viel geholfen. Ich gebe mal das Handy rüber. Wir haben ihn raus. Das war doch jetzt relativ einfach. Und danke Achim, danke Markus, danke alle, die zuschauen, für eure Motivation, weil das hat jetzt echt nochmal richtig gut getan. Wenigstens ein größeres Erfolgserlebnis heute. Wir haben ihn raus. Feierabend für heute. Es ist 20.15 Uhr. Ich glaube Primetime, Samstag. Ich weiß es so genau, weil wir haben gerade zum ersten Mal einen Livestream gemacht. Ja. Bei Instagram, das war sehr, sehr lustig. War sehr lustig, hat sehr viel Spaß gemacht. Also schaut gerne auch mal bei Instagram vorbei, wenn ihr auch beim nächsten Livestream dabei sein wollt und uns unterstützen möchtet. Das war nämlich gerade sehr, sehr, sehr schön. Ja, weil wir haben nämlich den Kühler jetzt ausgebaut. Ihr habt ja gerade schon gesehen, dass er draußen ist. Aber bei Instagram haben wir 76 Minuten, habe ich gerade gesehen, insgesamt mit der Community zusammen den Kühler ausgebaut. Dadurch haben wir natürlich jetzt nicht alles mitgefilmt, aber das Ergebnis zählt ja. Und zwar, dass ihr kühler draußen ist. Richtig. Ansonsten haben wir heute leider gar nicht so viel geschafft. Es war ein bisschen frustrierend mit diesen ganzen Kleinigkeiten, die dazwischen kamen. Irgendwie entweder passten diese Klemmen nicht oder wir kriegten die Ausgleichsbehälter nicht rein. Das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Aber das, was wirklich sehr schön war, war die Halterung. Ja, die Halterung, genau. Für die Kraftstoffpumpe einzubauen. Das war wirklich sehr schön. Also nochmal, wir haben schon dreimal Danke gesagt und ja auch schon persönlich per Mail und so, aber das ist wirklich ein herzerwärmender Moment gewesen, weil wir jetzt einen Teil von einem Zuschauer selbst gebaut bei uns am Bulli haben und es hat perfekt gepasst und das war auch das einzige Ding, was von vornherein geklappt hat. Ja, das war... Ohne irgendwie Wenn und richtig, Aber richtig. Und ja. Naja, und dann halt der Kühler am Ende noch. Ja, der genau. Hat auch ja, und an dieser Stelle würde ich sagen, beenden wir auch das Video und... Hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Ja, zeigt uns das gerne, wenn euch das gefallen hat. Teilt das Video gerne, macht die Glocke an und kommentiert. Ja. Das macht immer am meisten Spaß. Immer noch sehr. Wir hoffen... Ihr habt noch einen schönen Tag, Mittag, Morgen, Abend, wann immer ihr dieses Video guckt und freut euch auch wie wir auf das nächste Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.